Hallo Herr Meuthen, nehmen Sie bitte Platz. Ja, sind Sie also am Sonntag, wenn der Parteitag am Samstag beginnt, sind Sie dann noch AfD-Chef? Das werden 600 Delegierte entscheiden. Was glauben Sie denn? Ich bin optimistisch. Wollen Sie es denn sein? Wenn ich es nicht wollte, würde ich ganz bestimmt nicht antreten. Ich mache das gerne. Es ist ein mühseliger Job, aber es ist auch eine sehr schöne Aufgabe, die mich sehr fordert und die ich mit zunehmender Freude mache. Ich mache das jetzt seit dem Essener Parteitag, dem legendären 2015. Ja. Und das ist schon eine lange Zeit. Auch ein Parteitag. Die AfD hat ja wirklich ein Händchen darin, Vorsitzende abzusägen. Also erst hat Frau Petri Herrn Lucke abgesägt, nicht den. Dann haben Sie Frau Petri mit anderen zusammen abgesägt. Und kann es sein, dass Sie irgendwann mal der Nächste sind dann? Also der Job eines Parteichefs ist immer eine Aufgabe auf Zeit. Mhm. Das ist ein völlig normaler Vorgang. Es kann nun sein, dass man selber sagt, wie Herr Gauland das jetzt tut, ich möchte jetzt nicht mehr kandidieren. Kein Mensch hat Herrn Gauland abgesägt, das wird niemand behaupten, dem ist auch nicht so. Oder ob man eben aus dem Amt dann wirklich abgesägt wird, weil man noch will, aber die Partei das nicht mehr will. Herr Gauland hat das, das ist offensichtlich in einer Sitzung gestern Abend beschlossen worden und heute eben publik geworden. Sein Büro sagt ja, er tritt nicht mehr an, also das können Sie bestätigen. Ich kann bestätigen, dass ich auf der Sprecherposition 1 und Chrupalla auf der Sprecherposition 2 antritt, wobei das keine Hierarchie ist, sondern die sind gleichberechtigt. Und Herr Gauland hat gesagt, er tritt weder gegen mich an, noch gegen Herrn Chrupalla an. Also er tritt nicht an. Damit. Es könnte ja noch sein, eben wenn ein Patt dann passiert, dass er dann noch mal doch antritt. Also ich habe so einen flapsigen Spruch immer dazu. Man sagt, vor Gericht auf hoher See, und ich füge hinzu, und auf AfD-Parteitagen ist man in Gottes Hand. Man weiß nie, was passiert. Wir haben ja diese sensationelle Geschichte damals immer in Hannover erlebt. Mhm. Gauland hatte auch da nicht vor, reinzugehen. Es erreichte aber niemand das Quorum, und dann kam es dazu. Sowas kann passieren. Zu den Dingen, die bei der AfD zu Besonderheiten gehören, gehört, dass Sie gar nicht mitstimmen dürfen. Da Ihr eigener Kreisverband hat Sie nicht als Delegierten auf diesen Parteitag geschickt, sondern Ihren schärfsten Kontrahenten. Was gilt ein Parteichef, der nicht mal den eigenen Kreisverband im Griff hat, Herr Meuthen? Also Herrn Repple als schärfsten Kontrahenten zu bezeichnen, halte ich für sehr ambitioniert. Der wollte Sie absägen. Das ist ein Mann, der gegen den Parteiausschlussverfahren läuft, von dem ich auch glaube, es gibt viele gute Gründe, dass es erfolgreich verlaufen wird. Aber schauen Sie, ich war auch in Hannover nicht stimmberechtigt. Ich bin in den letzten Jahren oft umgezogen. Und ich bin in die Ortenau gezogen, wo mein Kreisverband ist, im letzten Jahr. Und da haben einige gesagt, jetzt löcken wir mal wieder den Stachel und mal gucken, ob wir dem da nicht einen mitgeben können. Das hat geklappt. Und stattdessen ist jetzt da Herr Repple, sei es drum, es sind 4 Delegierte von 600. Ich sehe das sportlich. Das ist zunächst einmal Ergebnis einer demokratischen Wahl und das respektiere ich immer. Aber die Frage war ja, wenn man eine Partei leitet, muss man ja irgendwie schon auch Führungsqualitäten und dann auch Führungsdurchgriff haben. Das war ja die Frage. Wenn Sie nicht mal den eigenen Parteiverband, also den Kreisverband, auf Linie bringen können, wie sollen Sie dann in der Lage sein, eine Partei zu leiten? Ich leite ja diesen Kreisverband nicht. Und ich bin in diesen Kreisverband reingezogen. Ich mache Bundespolitik, ich mache Europapolitik. Ich bin das liebe lange Jahr bundesweit und darüber hinaus unterwegs. Und das sind einfach. Und dann kann ich nicht ständig in meinem Kreisverband zugegen sein. Die machen da ihr eigenes Ding. Mhm. Und das halte ich dann auch für relativ normal, dass sie sagen, wir wollen danach unsere Leute entsenden. Also ich sehe das nicht so, wie das gerne dargestellt wird. Herr Repple hat einen Antrag auf diesem Parteitag eingebracht. Noch ist er ja nicht ausgeschlossen. Der Antrag sieht vor, dass die AfD sich für Mitglieder der NPD und der Identitären Bewegung öffnen soll. Es geht also vielleicht gar nicht um die politische Position, dass Sie da nicht heimisch sind, sondern es geht dann wirklich darum, dass Sie denen nicht rechts genug sind. Kann das sein? Bei Herrn Repple halte ich das für durchaus möglich und bei einigen anderen aus seiner Entourage auch. Wie tickt der so? Ich kann Ihnen aber sagen, nun lassen Sie uns nicht lange über Herrn Repple reden, das ist kein lohnendes Thema. Ich kann Ihnen aber sagen, dass dieser Antrag, der ist ja wichtiger, die sogenannte Unvereinbarkeitsliste abzuschaffen, dass der von mir in keiner Weise gebilligt wird und dass ich mir zu 100% sicher bin, dass dieser Antrag nicht erfolgreich sein wird. Übrigens auch nicht der Singular. Zu 100%. Okay. Also dafür lege ich die Hand ins Feuer, dass meine Partei diese Unvereinbarkeitsliste nicht kippen wird. Und es gibt dann noch einen singulären Antrag, der bezieht sich nur auf die identitäre Bewegung. Und auch da sage ich, dieser Antrag darf nicht durchgehen und bin absolut sicher, er wird auch nicht durchgehen. Trotzdem würde ich gerne mich damit beschäftigen, weil das ja vielleicht einen Blick eben auf die Partei auch wirft, dass es solche Kräfte gibt wie diesen Herrn Repple, über den Sie nicht so gerne reden wollen. Sie haben eine Rede gehalten Anfang Februar auf dem Landesparteitag in Baden-Württemberg in Heidenheim und haben gesagt, wer hier seine Gruppen
bezogene Menschenfeindlichkeit ausleben möchte, dem sage ich, sucht euch ein anderes Spielfeld für eure Neurosen. Also wie ticken die Adressaten? Sind das rassistische Spinner oder was wollen sie mit gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sagen? Schauen Sie, man muss zunächst mal schauen, wer sind die Adressaten? Ja. Und da haben einige gedacht, das sei jetzt der gesamte Flügel. Dem ist nicht so, sondern ich dachte an einige Leute, die da durchaus im Auditorium saßen. Rassistische Spinner. Ich sage zum Beispiel, ein Herr Gedeon, den ich damit spezifisch meinte, ist ein Antisemit. Ich kämpfe seit Jahren dafür, dass dieser Mann aus der Partei ausgeschlossen wird. Es läuft gerade ein Parteiausschussverfahren, das jetzt bald Entscheidungsreife hat. Da darf ich aber nicht reingehen als Bundessprecher. Das ist Sache der Partei Judikative. Das ist für mich eben eine spezifische Feindlichkeit gegenüber Menschen jüdischen Glaubens. Das halte ich für komplett inakzeptabel. Sowas hat in der AfD keinen Platz. Und ich sage auch immer wieder, ich stünde für eine solche Alternative für Deutschland nicht zur Verfügung. Das ist eine Frage, wo die Mehrheiten sind. Sind die Mehrheiten eher bei denen, die Sie eben die gruppenbezogenen Menschenfeinde nennen? Oder sind die Mehrheiten bei denen, die Sie glauben zu vertreten? Das ist die Frage, stellt sich ja, seitdem Sie eigentlich in der Partei sind. 2013 eingetreten. Die AfD von damals, die AfD von Bernd Lucke, ist das noch die Partei, die Sie heute sehen? Und wie hat sie sich verändert? Jede Partei verändert sich im Zeitablauf, weil sich auch die Themen verändern. Nein, es ist natürlich nicht mehr die gleiche Partei. Wo ist nur schauen der Unterschied? Sie, die Medien sagen immer Rechtsruck, Rechtsruck, Rechtsruck. Deswegen dann wären Sie wir so weit nach rechts geruckt, da wären wir schon irgendwo runtergefallen. Dem ist nicht so, sondern wir besetzen die Themen, die den Menschen unter Nägeln brennen. Exemplarisch das Migrationsthema, das uns sicherlich in die Karten gespielt hat. Ganz einfach, weil die anderen es sträflich vernachlässigen, weil die Regierungsparteien hier kapital versagen und wir greifen das auf. Das heißt, Sie greifen immer Krisen auf und die nächste Krise wäre dann Ihre? Das muss doch so sein, dass Politik Krisen aufgreift. Ja, wir müssen ja doch Programm auf die Nöte haben, der Menschen sagt, eingehen. Das ist unser Programm und dann sagt man nicht so, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, bei der nächsten, also wenn wir in eine Rezession kommen, dann spielt das uns in die Hände. Es wird eine Rezession kommen und natürlich, eine Rezession ist nie etwas, was der Regierung in die Hände spielt. Es sei denn, sie schafft es, das zu lösen. Das wird sie nicht, weil sie es selbst verschuldet hat, zu teilen. Zum Teil sind das natürlich auch weltwirtschaftliche Entwicklungen. Und das spielt immer eine Opposition in die Hände. Übrigens nicht nur uns, auch anderen Oppositionsparteien. Ja. Das ist ein völlig normaler Vorgang. Jo, wenn man es schafft, sozusagen aus einer Krise eine Angst zu besetzen, dann ja. Aber schauen Sie mal, wir müssen die Sorgen und Nöte der Menschen aufgreifen. Tun die Grünen auch. Weil die Grünen machen das mit dem Klimathema, wir machen das mit dem Migrationsthema. Und wenn es ans Portepee geht, wenn es an die wirtschaftliche Existenz der Menschen geht, beschäftigt das die Menschen. Ich wäre doch ein lausiger Politiker, wenn ich das nicht aufgriffe. Damit muss ich mich doch beschäftigen. Das treibt die Menschen um. Herr also Lucke, macht man Politik. Herr Lucke hat im April gesagt, die gemäßigten AfD-Mitglieder haben die Partei längst verlassen. Übrig geblieben falsch sind die Deutschnationalen. Ein beträchtlicher Teil davon ist radikalisiert und offen für völkische Ideen. Und über sie sagt er, sie seien unter Druck. Sie, der Meuthen, muss sich dem äußersten rechten Rand beugen, damit er sein Amt behält. Ja, das ist in einem Wort großer Kokolores. Herr Lucke hat die Partei im Juli 2015 verlassen und hat wirklich von der Realität der heutigen Alternative für Deutschland keine blasse Ahnung mehr. Sind Sie das sicher? Heißt, er sitzt einem medialen Bild auf, das gezeichnet wird, das aber nicht den Gegebenheiten entspricht. Ich gebe Ihnen Brief und Siegel drauf und Sie werden das auch auf dem Parteitag sehen, dass die sogenannten bürgerlichen Kräfte in dieser Partei die klare Mehrheit haben. Was denn und das wird sich, nicht? Also Leute Meuthen, wie Gedeon Repple, die haben nicht die Chance. Wenn die kandidieren, kriegen die 10 Stimmen. Aber die das wichtige war's. Frage ist ja, was denn, wenn nicht? Weil also bei Ihnen denkt man immer, ja, Sie distanzieren sich dann auch von denen, mit denen Sie eben nichts zu tun haben. Na, eben Vorsicht. Zum Beispiel von Herrn Gedeon. Aber am Ende ja, bleiben denen, ja. Sie ja, aber Sie bleiben in der Partei. Also ja, Sie lassen sich als Parteichef einfach alles gefallen. Nein. Sie setzen eine rote Linie Nein. Und dann gehen Sie weiter. Nein, das stimmt nicht. Da muss man wirklich sehr genau hinschauen. Dann sagen ich Sie, distanziere mich ist. Von Leuten, die Grenze nach rechts außen nicht einhalten. Mhm. Leute wie Repple, Gedeon, ist bei mir eine klare Distanzierung. Da hatte ich keinen Zweifel. Ich wüsste 4, 5 weitere Namen zu benennen, mehr nicht. Ich sage, wenn Leute Dinge sagen, die nicht gehen, ich gehe immer direkt auf die Leute zu. Ich mache das nicht über die Medien. Mhm. Ich rufe an oder ich begegne den Menschen persönlich und sage, pass mal auf, das ist nicht okay, das geht so nicht. Und glauben Sie mir, vieles findet nicht mehr statt. Viele Kinderkrankheiten sind da mittlerweile weg. Wir professionalisieren uns und wir müssen uns professionalisieren, denn wir wollen regierungsfähig werden. Wir haben ja im Land, das war ja sehr interessant für mich zuzuhören, wir haben eine SPD im Niedergang, wir haben eine CDU im Niedergang und wir haben 2 aufstrebende Parteien. Das eine sind die Grünen, das andere sind die Blauen, das sind wir. So, und jetzt müssen die Menschen sich entscheiden, da wir die
Volksparteien, die sogenannten, nur noch als ehemalige Volksparteien haben, wollen wir einen Weg in einen Ökosozialismus gehen oder wollen wir bei einer freiheitlichen Gesellschaft bleiben? Freiheitliche, müssen wir regierungsfähig sein. Freiheitliche Gesellschaft, ernsthaft? Ja, natürlich. Dafür steht die AfD. Trotzdem, mein Lebensthema, Freiheit. Trotzdem die Frage, das ist das, was Sie wollen. Und die Frage ist, welche Mehrheiten will die Partei? Also jetzt angenommen, Herr Curio, der sich hat aufstellen lassen, gewinnt. Ist das dann noch die AfD, wo Sie auch ein Vorsitzender sein wollen? Wollen Sie dann mit ihm zusammen die Partei führen? Vorsicht, also hat aufstellen lassen, jeder kann kandidieren. Hat sich aufgestellt. Der Curio kandidiert auf Sprecherposition 2, so hat er gesagt. Die Frage ist nur, was machen Sie, wenn der gewählt wird? Dann sind ja die Mehrheiten... Dann werde ich mit ihm kooperieren. Aber dann sind doch genau die Mehrheiten da, wo Sie die nicht haben wollen. Dann müssen Sie doch eigentlich sagen, nee, dann ist das nicht meine Partei. Moment. Sie stellen Herrn Curio damit in eine Ecke, in der ich ihn jedenfalls nicht sehe. Herr Curio ist ein Großmeister der sehr pointierten Formulierung. Manches davon ist wirklich kräftiger Duktus, keine Frage. Aber Herr Curio hat noch nicht ein einziges Mal eine Grenze überschritten, wo ich sage, das ginge überhaupt nicht. Es sind sehr kräftige Worte. Ich würde die Wir wollen jetzt nicht anfangen, Zitate zu bringen, aber Herr Curio ist wirklich, nein, aber der Herr Curio ist ja der, wenn Sie sagen, völkisch-nationalistisches Denken geht bei Ihnen nicht durch, der immer wieder genau da in diese Ecke geht. Er hat eine berechtigte Sorge, wie Sie die ganze Partei. Also Sie machen jetzt, Herrn Curio ist fein, wenn der gewählt wird, sagen Sie, ist immer noch Ihre Partei. Ich werde zusammenarbeiten. Was ist denn dann völkisch? Gewählt wird unter der Voraussetzung, dass ich selbst erstmal gewählt werde. Das muss ja erstmal geschehen. Und wenn Herr Höcke antreten würde und er würde gewählt, würden Sie mit dem dann auch die Partei führen? Ich weiß nun, dass Herr Höcke nicht antreten wird. Wenn er im Vorstand sein wird. Aber ich will mich vor der Frage nicht drücken. Ich hielte das für die Partei für keine gute Lösung deswegen, weil in der Tat Herr Höcke und ich unterschiedliche programmatische Positionen vertreten. Mhm. Und Sie können nicht auf einer Kommandobrücke stehen und in zwei Richtungen fahren. Das geht nicht. Das heißt, das würde nicht harmonieren und darum stünde ich für eine solche Lösung nicht zur Verfügung. Sie wird in der Praxis nicht funktionieren. Nicht aus menschlichen Gründen, sondern sie würde nicht funktionieren, weil wir unterschiedliche Vorstellungen davon haben, in welche Richtung es gehen soll. Sie sagen, die rote Linie bei Ihnen ist völkisch-nationalistisch. Ist Herr Höcke völkisch-nationalistisch? Herr Höcke hat Äußerungen getan, für die er sich übrigens x-fach entschuldigt hat. Dann hat er wieder welche getan, hat sich wieder dafür entschuldigt. Das ist ja, dann gucken Sie mal, wo Sie die kritischen Äußerungen sind. Die liegen zwei Jahre zurück, das war die Dresdner Rede. Naja, Sie haben selber gesagt, es gibt die Gefahr der Unterwanderung der AfD durch den Flügel. Das ist Herr Höcke. Also wenn Sie nicht, ich habe nicht von einer Unterwanderung gesprochen. Das ist also ein Brief, das müssen Sie mir liefern. Das ist ein Parteivorstandsbrief, den Sie mit unterschrieben haben aus diesem Sommer, wo Sie, als es um Frau Sein-Wittgenstein ging, gesagt haben, es gibt die Gefahr der Unterwanderung der AfD durch den rechten Flügel. Sie haben es unterschrieben. Stopp, nicht mit dem Wort Flügel, bitte vorsichtig sein. Frau Sein-Wittgenstein ist nicht Flügel und Frau Sein-Wittgenstein ist aus der Partei ausgeschlossen worden. Das haben wir im Bundesvorstand einstimmig durchgezogen. Also vor welcher so Unterwanderung haben Sie denn dann gewarnt? Davor, dass wir die Grenzen nach außen nicht dicht machen könnten. Nach außen? Nach also rechts innen außen. Dürfen Sie... Ach so. Nein, wir sind. Ich sage klipp und klar, wir sind eine rechte Partei. Rechts darf man sein, so wie man links sein darf. Was aber nicht geht, ist Rechtsradikalität oder Rechtsextremismus. Da kommen wir sogar mit der Verfassung ins Gehege. Das geht nicht, das wird in unserem Laden nicht geduldet. Und da muss man zumachen. Das heißt, es müssen diese Brandmauer nach rechts außen, die müssen stehen. Okay. Und Frau Sein-Wittgenstein war drüber. Und einige Höcke andere sind auch drüber. Und Herr Höcke deswegen ist haben die es aber nicht. Herr Höcke ist es nicht. Herr Höcke ist ein Wanderer auf der Grenze. Ein Wanderer auf der Grenze. Das ist eine Interpretation, der Verfassungsschutz wahrscheinlich nicht am Ende zustimmen würde. Was mich wirklich interessiert, Sie haben ein Problem mit der Rente mit Herrn Höcke. Das finde ich ja wirklich mal interessant. Sie haben einen Rentenparteitag machen wollen, den haben Sie verschoben. Jetzt schon seit ein paar Jahren haben Sie keine Festlegung zur Rente, weil Sie sich da nicht einig werden. Herr Höcke möchte gerne am liebsten eine Rente, die auf dem eben nicht auf dem Existenzminimum ist, sondern eben 50% Rentenanspruch über Steuern, über höhere Beiträge finanziert. Sie sagen, nein, es muss eher so sein, die Rente aus der gesetzlichen muss minimal sein und alles andere ist private Vorsorge. So wäre es jetzt jeder Radikale. Mein Vorschlag ist der Radikale. Nämlich von dem Umlagesystem schrittweise auszusteigen, was wirklich eine revolutionäre Forderung ist, die man auch übrigens nur über Jahrzehnte machen kann, während der Vorschlag Höckes, der aus Thüringen kommt, innerhalb des bestehenden Systems des Umlageverfahrens ist. Wir haben hier unterschiedliche Positionen. Und deswegen haben Sie kein Rentenkonzept, weil Sie es immer wieder verschieben, damit Sie sich bloß nicht festlegen müssen? Wer vor allen Dingen kein Rentenkonzept hat, ist die Bundesregierung. Ich wusste, dass Sie das sagen. Ja, Sie kriegen es nicht hin. Das ist aber doch kein Argument, Herr Meuthen. Wenn ich Sie nach Ihrem Rentenkonzept frage, können Sie doch nicht sagen, die haben auch keins. Ich erkläre es Ihnen.
Das geht nicht. Nein, ich möchte gerne über Ihr Rentenkonzept reden. Ja. Bitte. Also, gut. Warum haben Sie kein Rentenkonzept? Wir haben sogar eine ganze Menge Rentenkonzepte. Ja, aber keins für die Partei. Doch, eine ganze Menge. Und wir machen einen Sozialparteitag. Wir machen jetzt diesen. Den haben Sie schon wieder verschoben. Es sollte im September sein. Natürlich haben wir den verschoben. Warum denn? Das ist auch klug, so den zu verschieben. Weil es nicht klug ist, wenn man mit den Papieren nicht fertig ist und wenn das nicht eine Beschlussreife hat, reinzugehen. Und es ist auch nicht klug, das unmittelbar vor Landtagswahlen zu machen. Also Herr Höcke hat den Landtagswahl in Thüringen, deswegen lieber nicht sein, Ihr neoliberales Konzept gegen sein stellen. Sie wollen sich nicht entscheiden. Schauen Sie, das sind so Etikettierungen, neoliberal. Haben Sie gerade gesagt, radikal, okay, neoradikal. Ich sage, es ist freiheitlich, es ist durch und durch freiheitlich. Also, wer setzt sich denn da durch? Welches Rentenkonzept können wir von der AfD erwarten? Auch das entscheiden die Delegierten. Und zwar wird es einen gemeinsamen Leitantrag geben, so ist das in Gremien nächstes zum Bundesparteitag. Und der wird dann zur Abstimmung gestellt mit konkurrierenden Entwürfen, die auch noch reinkommen. Okay. Und dann werden wir das sehen. Ich reklamiere nur für meine Partei, dass wir das Recht haben auf diese Gründlichkeit. Absolut. Das wirkt, das ist eines der komplexesten Themen, das unser Land hat, die Rentenproblematik. Sie ist eine hochwichtige Frage für die Menschen. Deswegen und hier zu sagen, wir hauen mal schnell was raus, das ist einfach unseriös. Und nochmal, wir wissen, dass wir eine Problematik haben, eine demografische Problematik seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ja. Nichts ist geschehen. Ja. Die AfD gibt es seit 2013, da hatten wir das Problem schon lange. Gut, aber seit 2013 sind 6 Jahre vergangen. Also wenn das schnell ist, 6 Jahre sich Zeit zu nehmen, ist das okay. Können Sie noch ein paar Sachen bitte beantworten zu Fragen, die mich wirklich auch interessieren und wahrscheinlich auch eben die Zuschauer? Vielleicht mit Ja oder Nein. Würden Sie den Spitzensteuersatz senken? Oh, mit Ja oder Nein? Jo. Ja. Ist die Erbschaftssteuer abschaffen? Ja oder Nein? Ja. Mindestlohn erhöhen? Ist kritisch. Die Frage ist, wann fängt Mindestlohn an, kritisch zu werden? Er ist jetzt bei 9,16 Euro. Da ist er unkritisch. Sowas? Und wenn Sie ihn 1-2 Euro erhöhen, ist er immer noch unkritisch. Also 11 Euro sind wenn für Sie okay? Wenn Sie einen Mindestlohn machen von 20 Euro, wird er die Arbeitslosigkeit steigern. Und zwar so sicher wie es Amen in der Kirche. Das wäre dann auch kein Mindestlohn mehr, sondern das wäre schon... Also Mindestlohn 11 Euro wäre für Sie okay. Gucken wir mal, was die Linken fordern. Mindestlohn 11 Euro ist für Sie okay? Wir haben einen Parteitagsbeschluss, nachdem wir zum Mindestlohn stehen. Als Bundessprecher vertrete ich die Position meiner Partei, die heißt Ja zum Mindestlohn. Ja zum Mindestlohn, aber Nein zu einer Erhöhung, die über 2 Euro hinausgeht. Hartz IV? Kann man rechnen. Hartz IV-Sätze erhöhen? Ich glaube, dass wir mit den Sätzen, die wir haben, bei aller Kritik im Detail zu Hartz IV, weil da vieles im Argen liegt, dass wir aber bei der Höhe der Sätze mit den Regelsätzen nicht ganz schlecht liegen. Nicht zu hoch, nicht zu niedrig. Das heißt nicht erhöhen? Ja. Nicht erhöhen. Sie haben ja früher, haben Sie gesagt, immer meist die FDP gewählt. Ich habe meist gar nicht gewählt. Weil ich so enttäuscht war, wenn Sie ein freiheitlicher Mensch sind, können Sie die anderen Parteien allesamt nicht wählen. Was meinen Sie, wie ich in die Politik gekommen bin? Vor 30 Jahren nicht gewählt? Bitte? Vor 30 Jahren nicht gewählt? 30 Jahre. Also ich habe einmal bei Ihnen... Ich habe mal FDP gewählt, aber es ist etwa 30 Jahre her. Ist das aber... Das war 1989, da gab es gar keine Wahl. Wenn man sagen würde, die AfD ist die Partei der Besserverdienenden statt der FDP, wäre das ein Nein. Kompliment oder nicht? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wir wollen die Erbschaftssteuer abschaffen, den Spitzensteuersatz runter. Dann gucken Sie mal, was wir mit der Mehrwertsteuer machen wollen. Dann schauen Sie mal andere Sachen aus der Parteiprogrammatik. Okay. Also die Dinge, die Sie anfragen, sind schon sehr selektiv, gehen dann so in die Richtung, Das ist wohl neoliberal. Nein, unser Anspruch ist der, Volkspartei zu sein. Wir wollen definitiv die kleinen Leute mitnehmen und unterstützen. Nur, wenn wir eine Sozialpolitik in diesem Land machen, in der wir fast 1 Billion, 31% des Bruttoinlandsproduktes für Soziales ausgeben und dann Leute aus Müllcontainern sich Leergut sammeln, dann ist das keine effiziente Sozialpolitik. Sozialpolitik in der sozialen Marktwirtschaft muss fokussiert sein auf die wirklich Bedürftigen. Und die fallen hier hinten runter. Das ist das, was wir anprangern. Und das kann man besser machen. Und wir wissen auch wie. Hartz-IV-Satz, haben Sie gesagt, ist eigentlich in Ordnung. Das sind ja die zum Teil dann auch Flaschen sammeln gehen. Aber trotzdem, die Frage ist, bleibt ja tatsächlich, welche Richtung dieser Partei setzt sich durch? Und jetzt komme ich doch noch mal aufs Personaltableau. Also angenommen, Sie werden gewählt. Und angenommen, auf dem anderen Platz, wo Herr Gauland jetzt sitzt, kommt eine Personalie wie, es sind ja noch nicht alle Kandidaten, die sich bewerben, klar. Wenn jemand da sich aufstellen ließe, der eher die Höcke-Sicht der Dinge vertreten würde, wann ist für Sie der Punkt gekommen, wo Sie sagen, das ist nicht meine AfD, da gehe ich raus? Also bei Herrn Repple offensichtlich, wenn der jetzt gewählt würde, wären Sie weg, das habe ich verstanden. Also wenn eine Partei
meine Partei oder eine andere, sich in eine antisemitische, rassistische, ausländerfeindliche oder sonstige Richtung entwickelte, könnte ich nicht Mitglied dieser Partei bleiben. Das geht mit mir nicht. So ist mein Leben nicht. Ich habe mein Leben lang international gelebt, habe einen internationalen Freundeskreis. Ich kann mit solchen Positionen nicht. Ich sage aber auch klipp und klar, das wird uns immer unterstellt, da sind wir nicht. Schauen Sie sich bitte mal an, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund wir in den Parlamenten sitzen haben, in der Mitarbeiterschaft noch viel mehr, wie international wir tatsächlich aufgestellt sind. Uns wird da immer etwas an die Backe geklebt, was nicht ist. Herr von Lucke hat gesagt, Sie sind das liberale Feigenblatt. Es gibt tatsächlich einen Aufsatz von dem AfD-Vordenker und dem rechten Publizisten Götz Kubitschek. 2013 hat er über die alte AfD, der Sie beigetreten sind, geschrieben, sollen Sie sich ruhig, weil das war damals die Abkehr auch von rechts, sollen Sie sich ruhig ein bisschen von uns distanzieren, wenn es hilft, diese Partei zunächst in der Mitte zu platzieren. Das Volk, das Parteivolk will längst mehr. Das klingt so, als ob Sie das liberale Feigenblatt wären für die rechten Strömungen der Partei und Sie tolerieren, bis es nicht mehr geht. Aber das ist doch eine Position, die darf sein. Ich kenne ja Herrn Kubitschek, ich halte die Position für falsch und wir haben das auch im Gespräch durchaus schon miteinander erörtert. Ich halte diese Position für grundverkehrt, weil ich sage, innerhalb der AfD, und ich glaube, es gibt wenige Menschen, die den Laden so gut kennen wie ich. Ich bin seit 2013 dabei und seit 2015 Bundessprecher. Ich kenne meine Leute. Und ich sage Ihnen, diese Entwicklung so ins völkisch-nationalistische hinein, die hat in der AfD keine Mehrheit. Es gibt Strömungen dieser Art, sie hat keine Mehrheit. Die Mehrheit ist bürgerlich, konservativ, freiheitliches Milieu. Da sind wir zu Hause. Und da können die anderen uns 100-mal absprechen, die Bürgerlichkeit. Sie werden nicht recht haben. Da, wo die CDU heute steht, die CDU ist nach links gerückt. Da hat die SPD pulverisiert. Die FDP hat die Freiheitlichkeit aufgegeben. Da ist ein Vakuum entstanden. In dem Vakuum sind wir. So, und wenn Herr Curio gewählt wird, glauben Sie nicht, dass diese Mehrheit sich dann doch so verschoben haben? Dann sind Sie trotzdem noch AfD-Parteichef. Und damit sind Sie wieder über eine rote Linie gegangen, die Sie mal gezogen haben. Warum gehe ich über eine rote Linie, wenn Herr Sie sagen, völkisch-nationalistisches Denken? Warten wir doch mal ganz entspannt ab, wer am Wochenende gewählt wird. Ich ordne Herrn Curio da nicht zu. Ich kenne Herrn Curio. Herr Curio ist ein brillanter Intellektueller, ausgezeichneter Kandidat. Aber das ist Frau Gut, die da kandidiert, ebenso wie Herr Krupalla auch. Und wer da gewählt wird, das entscheidet mit Verlaub nicht Herr Meuthen, das entscheiden unsere Delegierten und so ist es auch richtig so. Dann gucken wir, wo die Mehrheit der AfD dann steht, anhand der Wahlergebnisse. Und danken für den Besuch heute. Jörg Meuthen, herzlichen Dank. Dankeschön. Danke. Wiedersehen. Okay. Wiedersehen.